Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück bei Ultimate Trial. Es geht wieder weiter, wir sind aktuell in der Prüfung des Erwachsenen auf Ebene 25 oder so, circa, ich bin mir nicht ganz sicher. Läuft nicht so gut, muss ich sagen. Wir haben eigentlich aktuell den leichten Modus drinne und wir haben übelst aufs Maul bekommen. Liegt aber auch daran, dass ich kein Schwert benutzen darf, das ist auch nochmal so eine Sache. Muss halt hier die ganze Zeit mit dem Hammer rumkämpfen und ja, ein paar schlechte Moves waren auch noch dabei. Ein paar Fehlentscheidungen, die haben ja gerade am Anfang sehr das Leben schwer gemacht. Naja, wir müssen mal gucken. So, ich nehme mal kurz den. Und dann haue ich mal kurz die Spinne weg. Dann haben wir schon mal ein bisschen mehr Space. So. Dann haben wir da noch so eine eklige Fledermaus. Ich glaube auch irgendwo hier auf diesen Ebenen sind wir gestorben. Ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher, wo. Aber irgendwo hier. Was ist denn jetzt mit dir, Fledermaus? Jetzt kommt sie. So. Den machen wir von hinten. Da sind die irgendwie immer ein bisschen angreifbarer. Ich fällt mir das erste Mal auch auf, dass man die gar nicht so richtig anvisieren kann. Nicht so, wie ich das gern hätte. Okay. Oh, ich glaube, da muss ich jetzt mit dem Schwert machen, oder? Ich glaube, mit dem Hammer funktioniert das nicht. Kann das sein? Da steht er. Ich kann auch eine Bombe legen, by the way. Das geht auch. Oder auch nicht. Boah, die sind aber sehr dicht beieinander, muss man sagen. Weiß ich, geht das mit dem Hammer? Das müssen wir jetzt ausprobieren. Hä? Mach den Kopf runter. Ne, geht's nicht. Ich glaube, es gibt keine andere Möglichkeit, oder? Mit dem Bogen vielleicht noch. Das können wir nochmal ausprobieren. Der ist ja auch so ein bisschen... Hä? Hallo? Ich würde ihn gerne anvisieren. Sorry, Leute. Ich muss mal das Schwert dafür nehmen. Sonst, kommen wir nicht weiter. So. Der verpieselt sich. Du-du-du-du-du. Ich weiß, ist natürlich nicht Sinn der Strafe. Aber ist mir jetzt egal. Man muss auch einfach mal... Entscheidungen treffen und Prioritäten setzen, ne? Wir hängen jetzt schon eine ganze Weile hier dran fest. Und jetzt habe ich gerade mal den leichten Modus und ich will jetzt nicht sterben. Nur weil ich gerade den harten Modus anhab. Oder die Strafe anhab. Wenn es nötig ist, müssen wir halt die Strafen aussetzen mal kurz. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Es sei denn, ihr kennt eine andere Möglichkeit, dann werde ich mich entschuldigen und das beim nächsten Mal so machen. Aber ich kannte jetzt keine. Ich habe es ja probiert, ne? Ihr habt es gesehen. Okay. Ich glaube, das war auch die Ebene. Ich gucke mal kurz, ob es hier irgendwo ein Geheimnis noch gibt, aber nö. Nächste Ebene. Gott, das fängt ja schon wieder richtig scheiße an hier. Drei Zombies. Ich glaube, die Gyptos. Das sind doch Gyptos oder sind das Mumien? Keine Ahnung. Die juckt das auch nicht, wenn ihre Freunde sterben, ne? Das sind nur die Unbalsamierten. Shit. Link, geh weg. Alter, was? Sorry, sorry, sorry. Das war aus dem Effekt. Oh, geh weg. Boah, Mumien sind quasi nochmal bufft. So. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Junge, ist das nervig. Junge, was haben die denn für Moves drauf? Seht ihr das? Das ist doch unfassbar nervig. So. Shit, ey.
Ist das eklig. Okay, jetzt wird's unsichtbar. Das ist aber nicht schlimm. Damit komme ich klar. Da sind Zombies ekliger. So, dann kommt natürlich noch so einer von oben. Warte, ich brauche einen Hammer. So. Okay. Ah, wir haben super viel Geld. Was? Ich hatte noch nie einen unsichtbaren Zombie, glaube ich. Shit. Ja, lange überlebt man nicht mehr. Gerade super schlecht. Ich brauche mehr Space. Ich muss das mal den Zombie, glaube ich, weghauen. Okay. Oh Mann. Geld? Ja, ich glaube, das war's. Haben wir hier Fledermäuse? Das hört sich gerade ganz merkwürdig hier an. Gleich ist vorbei, Leute. Ich bin sehr traurig, dass ich meine... Ja, da ist eine Fledermaus, okay. Dass ich meine Chance nicht gut genutzt habe. Also die war sehr, sehr schlecht. Sind die unsichtbar, die Fledermäuse? Shit, ich nehme Bogen. Okay. Ich will noch nicht sterben. Okay, das war's, oder? Haben wir hier unten noch irgendwas? So mit fettem Abgrund einfach, ne? Oh Gott. So, warum ist der jetzt wieder da? Aber das müsste, glaube ich... So, ich muss wieder das Schwert benutzen. Tut mir leid, Leute. Das müsste, glaube ich, Finale sein. Oh Gott. Es müsste Finale sein von der Ebene. Das heißt, ich kann zumindest vielleicht noch das Geld mitnehmen. So, wo hält er sich auf da? Das heißt, wir gehen schön weit weg. Okay, ist wieder da. Okay. Haben wir zumindest die Ebene noch geschafft? Jetzt müsste es Kohle geben. Theoretisch. Theoretisch. Wir gucken mal. Jo. Nice, der Krone ist da. Ich glaube, wir können uns einen Trank kaufen. Das wäre jetzt so gut. Schauen wir mal. Junge, ich brauch doch keine grüne Potion. Wozu brauche ich das, Leute? Wozu brauche ich eine grüne Potion? Nee. Das ist ja einfach nur traurig. Wahnsinn. Alter, oh, ich glaube, jetzt wird's heftig hier. Oh, jojojoj. Nee. Geh weg, Junge. Alter. Nee, das geht nicht mehr lange, Leute. Das geht nicht mehr lange. Ja, das war's.
Gut, Leute, wir haben mal wieder einen Tod seit langer Zeit. Wir sind weitergekommen als sonst, aber es war auch leichte Stufe halt, ne? War so schlecht von mir, ganz ehrlich. Wir hätten viel weiterkommen können und der hätte halt einfach mal ein rotes Elixier verkaufen können, oder? Wie bad war das denn? Okay. Wir gehen auf das Rad des Todes und gucken mal, welche Strafe wir diesmal erhalten. Schwerer Freitreffer. Ihr hattet mal gefragt, ob es denn möglich ist, dass wir die Strafen so machen, dass wir jedes Mal eine neue Strafe bekommen und die Strafen, die wir schon hatten, quasi rausgenommen werden. Generell geht das zwar schon, aber das Problem ist halt, jedes Mal, wenn ich den Computer ausmache, resettet sich dieses Rad. Das heißt, es wäre jedes Mal wieder von vorne. Deswegen macht das leider keinen Sinn und ich würde das lieber so machen, als wie ihr das hattet. Ihr das meint. Ich hoffe, das ist verständlich gewesen. Keine Ahnung. Okay, wir haben 309 Rubine. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal... Wir haben nämlich die Laute auch bekommen, ne? Im letzten Part übrigens. Die würde ich erstmal abgeben. Denn vielleicht bekommen wir da noch irgendwo noch ein schönes Item. Und ich glaube, der Typ hier, der gibt uns erstmal wieder ein bisschen Geld. Oh, wow. Über 1000 Enemies. Oh. You got a lever chrono clock. Use a C to stop the dime. The dime? The time? Oh, was? Hey, wie krank ist das? Chrono Clock. Also wir können die Zeit anhalten, ne? Okay, da geht's richtig runter. Das rattert richtig runter. Aber das ist ja mal mega geil. Wir können die Zeit anhalten. Bringt mich gerade auf eine Idee. Warte mal kurz. In Kombination mit dem Ding. Ich will mal ganz kurz was auschecken, Leute. Ah, das ist ja sowas von geil. Zeit anhalten. Hä? Wie nice. Okay, warte. Der hat auch was für mich. Aber ich will erstmal kurz was abchecken, bevor ich mit dem rede. Denn, ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten hier diesen Schalter. Irgendwo. Ja, hier war. Und da fährt so ein Ding hoch. Was denn, wenn ich jetzt die Zeit anhalte? Geil. Das funktioniert. Hehe, ist das geil. Jetzt muss ich nur noch nah genug rankommen und treffen, ne? Aber ich habe ja Zeit. Ich habe noch Zeit. So. Das ist auch gut. Hä, voll cool. Okay, was ist da drin? Boah, war es eine 50 Rubine? Schade. Ich habe jetzt gedacht, da ist vielleicht irgendwas Krasseres drin. Na egal. Okay, wir haben nochmal ein bisschen Kohle bekommen. Ich rede erstmal kurz mit dem Typen, wer jetzt neu da ist. Übrigens für die Leute, die nicht wissen, was schwerer Freitreffer bedeutet. Wir sind automatisch, ohne dass wir das Rad des Schicksals drehen müssen. Kann ich eigentlich schon mal machen. Im nächsten Run auf schwer. Und der erste Gegner, den wir treffen, der gibt uns eine. Der hat einen Freitreffer quasi. So, extra, extra. Well be he returned. I guess Will the Smith. Will Smith. When I will to Smith, will to Smith. Ey, das ist super lustig. Sorry. Will manage the forge, which he located in a garden. Hard to miss. It goes a high. Will, alle diese Wortwitze, ne? Will himself to Smith create new armaments for you and will appreciate the business. Sorry. Super, du bist super lustig. Okay, der Schmied ist da. Und der wartet im Garten auf uns. Der kann uns neue Sachen machen. Und, ich habe gerade viel Geld, deswegen vielleicht sollten wir da mal hingehen. Vielleicht kriegen wir was Schönes. Außerdem wollten wir sowieso die Laute abgeben. Das sollte ja für Mike sein, theoretisch.
Bin ich mal gespannt. Hey Mike! Jeder kennt doch einen Mike. Guck mal, ich habe hier eine Laute für dich. Amazing, you found a lute. With this, we're able to get this fines moving across the frets. The frets? Again. Er hat auf jeden Fall seine Laute. Und wir bekommen jetzt das als Dankeschön. Mal sehen. Patent of Promise. Oh, okay. Also das ist irgendein Umhänger des Versprechens oder so. Promise heißt ja Versprechen, ne, glaube ich. Und das bringt Glück in der Liebe. Das ist ein wunderschönes Geschenk. Oh. Take care of that for me and I feel free to stop by anytime. My performance will knock your tunic off. Okay. Seine Performance wird uns ausziehen. Quasi. Da wollten wir auch mal rein, in die Schießbude. So, jetzt ist die Frage, ist das für ihn oder für sie? Wir probieren es mal. Okay, für ihn ist es, glaube ich, nicht. Ich denke, es ist für sie. Wir gucken aber erstmal kurz in die Schmiede. Didi. Okay. Aber wir können ja einfach Sachen kaufen. Boah. Was? Welcome. Das ist der Golden Croc. Die verbraucht weniger Magie. Also kann es für eine längere Zeit benutzt werden. Das Stingshot. Eine bessere Version des Clawshot. Der Magic Boomerang. Boah, kann Rubine von Gegnern stehlen. Das ist natürlich auch nice. Was ist das? Was? Advanced Arrowhead? Das ist ein Kopf für den Greifhaken, oder? Platinumhammer. Make it, macht es schwerer und erhöht den Schaden. Alles geil. Also ich glaube, das macht's länger. Oder? Stingshot? Glaubt, der wird die Reichweite erhöht. Ich glaube, am besten wäre es jetzt, den Magic Boomerang zu holen. Da rein zu investieren. Den Schaden zu erhöhen, hört sich für mich aber auch geil an. Von unserem Clawshot. Das ist aber auch geil. Also wir können theoretisch zwei Sachen kaufen. Also ich glaube, den Magic Boomerang, den nehme ich auf jeden Fall mit. So, you can now steal rupees from enemies. Ich glaube, das ist gut. So, jetzt ist die Frage, wo kann ich den öfter kaufen? Sind die anderen Items auch noch da geblieben? Ich weiß es gar nicht. So, und ich weiß nicht, ob ich das nehmen möchte, um die Zeit anzuhalten. Das kostet weniger Magie. Ziemlich geil. Oder das. Ich glaube, ich nehme das. Die bessere Version. So, it's an upgrade. Twice as far. Doppelt so lang wie vorher. Okay, wir haben noch 50 Rubine. Saugeil, ey. Und er scheint ja noch andere Items vielleicht freizuschalten. Drei Stück, möglich. Mal gucken. Alter, Leute, wir machen Progress. Also, ich hätte jetzt auch lieber den Hammer genommen, glaube ich. Aber das ist einfach besser, glaube ich, für die Zukunft. Weil wir stehlen ja jetzt immer, wenn wir den Boomerang benutzen, theoretisch Rubine. Und das ist für mich jetzt einfach in der Kopfsache das Beste, was wir gerade kaufen können. Denn dann können wir schneller die anderen Sachen kaufen. Okay, der ist länger, ja. Könnte man theoretisch vielleicht uns draußen jetzt an die Kiste ranziehen. Das würde ich mal ausprobieren. Und vielleicht können wir den Katakomben jetzt uns über die Brücke ziehen. Das würde ich auch mal ausprobieren. Aber als erstes würde ich auch gerne mal... Wer ist er denn? Houdin Gallery. Bei ihm waren wir noch nicht. Den kenne ich gar nicht. Ist der aus dem Zelda-Teil? Okay. Mal kurz hier umgucken. Cool, Link's Awakening. You want to play a game? It's 20 rupees per play. Yes. Okay, are you ready for a game of
Waka Octo. Hit all of them until you miss one. Try to get as many points as possible. Ah, okay, wir dürfen keinen auslassen, sonst ist es vorbei. Switch between arrows with R and Z. Oh, man kann Pfeile wechseln, Feuer und so. Was mache ich mit dem? Bestimmt die Palme runterschießen oder was muss ich mit dem machen? Ich wollte jetzt erstmal kein Geld weiter ausgeben, weil ich brauche mein Geld eigentlich gerade für was Wichtigeres, aber ich kann halt, vielleicht bekommt man da auch ein geiles Item, man weiß es nicht. Okay, Leute, der Part ist auch schon wieder rum. Ich würde vielleicht nochmal kurz gucken, ob ich ihr, das ist glaube ich die, die oben auf dem Balkon, im ersten Stock steht, ob ich ihr das Amulett geben kann. Hä, das wollte ich nicht ausrüsten. Ich wollte das Windrad. Aber wir haben ein paar geile neue Items bekommen. Also wir werden jetzt langsam stärker werden, denke ich. Wir haben jetzt halt eine blöde Strafe. Die wird uns, ja, die wird uns auf jeden Fall was kosten, denke ich. War sie nicht? Ich glaube, sie war es, ne? Sie da drüben. Sie hier. Gucke mal. Wow, das ist so schön. Bist du sicher, dass du es mir geben willst? Dankeschön. To the one my finance had worn. I know it's not the same, but enough to bring me strange. Okay, sie hat irgendwas, glaube ich, anderes verloren und das spendet ihr vielleicht ein bisschen Glück oder so. Please would you do something for me to start my new life? Could you give this to the man I admire? Was heißt ein Admire? Okay, die möchte, dass wir ihm was geben. Ein Brief. Naya's Love Letter. Komm, das machen wir noch schnell. Wir wissen ja, wer gemeint ist. Und zwar die Wache, die da im Garten steht. Ich frage mich, wie weit wir das jetzt treiben können mit der Tauschquest. Aber ich denke mal, wir werden irgendwo stecken bleiben. Ich habe aber so die Vermutung im Hinterkopf, weil wir haben auf der schweren Ebene, auf der Erwachsenenebene, der Erwachsenenprüfung, haben wir ja diesen einen Typen, der da steht und sagt, der macht gerne, zeichnet gerne Karten, der hat aber keine Waffe. Ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht im Endeffekt, dass wir dem eine Waffe geben müssen und dass wir dann irgendwas bekommen vielleicht. Was ist das? Ein Brief für mich? Was du nicht sagst. Naya feels that way about me. I never feel such joy. This is the best day of my life. Also sie fühlt genauso für mich und er freut sich sehr und das ist der beste Tag seines Lebens. I'm heading over to here right away. I won't need this anymore. Okay, er braucht das nicht mehr, also deswegen gibt er uns das jetzt. Was ist es? Ein Soldatenspeer. Ich glaube, das ist die Sache, die müssen wir dem Typen vielleicht geben. Das ist so in meinem Hinterkopf geblieben, denn der will ja eine Waffe haben. Der Typ, der da sitzt. I give you thanks, my friend. Okay. Perfekt. Ja, er braucht die Waffe halt nicht mehr, ne? Schade. Wäre auch cool gewesen, wenn wir mal einen Speer benutzen könnten. Wäre irgendwie nice. Gab's, glaube ich, in einem Zelda-Spiel noch nie, oder? Dass du einen Speer benutzen kannst. Außer vielleicht in Hyrule Warriors. Da bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber gut, Leute. Wir haben gerade eine fette Überlänge. Ich würde sagen, im nächsten Part geht's weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Und bis zum nächsten Mal zu The Ultimate Trials. Tschüssi.